Ja, guten Abend, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zu unserer Buchvorstellung. Wir sind zu Gast bei der Mäzenater Stiftung. Das ist eine Kooperationsveranstaltung der Mäzenater Stiftung der Deutsch-Arabischen Freundschaftsgesellschaft und des Hauses, das ich vertrete, des Magazins Zenit. Mein Name ist Daniel Gerlach, ich bin der Chefredakteur des Magazins Zenit und ich habe heute das Vergnügen, meinen Freund Udo Steinbach hier zu haben, Professor Udo Steinbach. Und mit ihm über sein neues Buch zu sprechen, Tradition und Erneuerung im Ringen um die Zukunft, der Nahe Osten seit 1906. Ich möchte gerne vorab ein paar technische Details mit ihm klären. Wir haben ungefähr eine Stunde Zeit. Ich bitte sehr zu entschuldigen, dass wir nicht die Möglichkeit haben, Sie direkt mit Fragen zuzuschalten, sondern dass wir uns, weil es eine hohe Anzahl von Teilnehmern gibt, erfreulicherweise darauf beschränken müssen, dass Sie uns die Fragen bzw. auch Kommentare und Stellungnahmen zuschicken. Ich werde die dann hier entgegennehmen und Professor Steinbach stellen, beziehungsweise werden wir sie diskutieren. Es müssen nicht immer unbedingt Fragen sein, also Sachfragen. Es können auch Anmerkungen, Kommentare sein. Aber wir haben immer die Regel, sie müssen entweder kurz oder unterhaltsam sein, im besten Falle beides. Das so kurz zur Technik. Eine Stunde ist Zeit und wir haben von der Deutsch-Arabischen Freundschaftsgesellschaft und von der Mäzenater Stiftung auch ein Team, ein Backoffice, das sich um die technischen Belange kümmert. Insofern lesen wir alle hier mit. Professor Steinbach und ich duzen uns. Das sagen wir vielleicht vorab. Wir kennen uns sehr, sehr lange. Aus der Zeit, in der ich hier Student war an der Universität Hamburg und er Direktor des Deutschen Orientinstituts in Hamburg. Deswegen kennen wir uns sehr lange und deswegen wundern Sie sich nicht, wenn wir uns gegenseitig vertraulich ansprechen. Ich werde natürlich trotzdem versuchen, ihn zu der einen oder anderen These zu grillen und mit ihm die kontroverse Diskussion suchen. Wie gesagt, Professor Steinbach ist Islamwissenschaftler, Orientalist und ehemaliger Direktor des Deutschen Orientinstituts, ein sehr, immer noch sehr, sehr aktiver Wissenschaftler, der publiziert und sich zu sowohl historischen als auch aktuellen Debatten äußert, sehr engagiert im kulturellen Bereich ist und im Stiftungswesen und hier in der Mäzenater Stiftung aktiv, vorher bei der Humboldt-Viadrina Governance Plattform und verschiedenen anderen Initiativen. Und unter anderem habe ich auch das Vergnügen, ihn als Mitglied meines Kuratoriums in der Candid Foundation zu haben, die unser Magazin herausgibt und die ein kleiner Nahost-Think-and-Do-Tank hier in Berlin ist. Das vorab. Bitte um Entschuldigung für die langen Worte. Lieber Udo, Tradition und Erneuerung im Ring um die Zukunft der Nahe Osten seit 1906 bei Kohlhammer erschienen. Für 39 Euro, die sich lohnen. Ein dickes, aber nicht zu dickes Buch und vor allem ein Buch, das einen sehr, sehr originellen Anfangspunkt setzt. Denn wir Islamwissenschaftler, Nahostfachleute, Orientalisten haben meistens andere Zeiträume im Kopf, wenn wir den Nahen Osten in Epochen einteilen. Du setzt den Anfang dieser epochalen Entwicklung, die du hier beschreibst, oder dieser verschiedenen Phasen beim Jahr 1906 an. Warum hast du das getan? Weil 1906 etwas Signifikantes geschehen ist, das im Grunde das Vorzeichen werden sollte für die politischen Entwicklungen in der ganzen Region. Ganze Region, die ich abdecke, das ist der gesamte arabische Raum, Iran, Türkei, Afghanistan und der südliche Kaukasus. Was ich damit sagen will, ist, dass das 20. Jahrhundert ein extrem bewegtes Jahrhundert ist. Auch ein Jahrhundert der Revolution. Und das Jahr 1906 ist eben ein Jahr einer sehr wichtigen und signifikanten Revolution, nämlich der Verfassungsrevolution in Iran. Die Iraner haben bekanntlich im 20. Jahrhundert zwei Revolutionen gemacht. Eine 1906, damit beginnt das Buch, eine im Jahre 1978, 79, eine andere Revolution. Aber der revolutionäre Duktus des gesamten Jahrhunderts, nicht nur in Iran, auch in Afghanistan, auch in der Türkei, auch im ganzen arabischen Raum, dieser Duktus wird im Grunde 1906 in Gang gesetzt mit zweifachem Vorzeichen. Das eine Vorzeichen ist, es geht um Konstitution. Weil die Iraner haben diese Revolution die Konstitutionelle genannt, Mashrute. Es geht um konstitutionelle Konstitution, es geht um Verfassung, es geht um das Ende von Diktatur. In Persien und um das Ende von Diktatur gingen sie in den Revolutionen hinterher auch. Schon 1908 in der Jungtürkischen Revolution und in anderen Revolutionen, die folgten auch. Das war das eine. Und das Zweite,
der zweite Inhalt gewissermaßen, die zweite Stoßrichtung dieser Revolution war der Anti-Imperialismus. Iran war damals ein Land, das in hohem Maße, im höchsten Maße, muss man sagen, unter der Kuratele von Russland stand, dem zaristischen Russland und Großbritannien. Und gegen diese Bevormundung war diese Revolution gerichtet. Also konstitutionell nach innen und anti-imperialistisch nach außen. Und damit sind im Grunde die Vorzeichen gesetzt worden für viele, viele politische Ereignisse, viele politische Revolutionen, für Revolten, auch für die letzte Revolte, die wir erlebt haben, nämlich im Jahre 2011, 2012. Du teilst ja, also hast ja auch in vorherigen Werken in der Bewertung der politischen Ereignisse des 20. Jahrhunderts diese Begriffe benutzt, die erste, zweite, dritte arabische Revolte. Die erste arabische Revolte beginnt 1916 bzw. 1915 im Ersten Weltkrieg. Die zweite arabische Revolte hast du angesetzt beim Entstehen der arabischen Republiken in den 50er, 60er Jahren, also das Ende der Mandatszeiten der Monarchien und eben die Phase der arabischen Republiken, die dann Militärregime wurden, großenteils. Die dritte Phase hast du dann gesehen in der Entwicklung seit 2011. Natürlich fokussiert auf die arabische Welt. Du bist ein Fachmann nicht nur für die arabische Welt, sondern auch für die Türkei, Kaukasus, Iran, hast dich auch mit Afghanistan beschäftigt. Warum ist das so, dass dieses Ereignis der konstitutionellen Revolution in Iran so wenig Widerhall gefunden hat in der wissenschaftlichen Auseinandersetzung mit der arabischen Welt? Warum ist es so, dass es auch in der Region und möglicherweise auch nicht nur in der arabischen Welt, sondern auch in Iran so wenig gewürdigt wird, dieses Ereignis? Man hat fast das Gefühl, wir reden hier über Deutschland 1848 oder Deutschland 1918. Ich glaube, da wissen auch die 80% der Deutschen nicht, dass da in Deutschland eine Revolution stattgefunden hat. Ich denke mal, die Ursache dafür war die Tatsache, dass diese persische Revolution von 1906 nicht wirklich zum Tragen kam. Nicht wirklich zum Tragen kam, das hieß, ich habe es vorhin schon angedeutet, Russland und England waren die beherrschenden Mächte. 1907 haben sich dann Russland und England, sogar Persien, aufgeteilt. Und damit war im Grunde diese Revolution erst einmal am Ende. Sie war nicht mehr wichtig, sie war nicht mehr wahrnehmbar. Und es folgten dann 1908 die Jungtürkische Revolution. Aber auch da, diese Jungtürkische Revolution, die eine große Hoffnung darstellte für das Osmanische Reich, nun doch noch einmal sozusagen aufzustehen als Osmanisches Reich, die verschiedenen Gruppen, religiösen Gruppen, ethnischen Gruppen im Osmanischen Reich zu integrieren. Das war eine Hoffnung ganz am Anfang. Aber auch da, als das stattfand im Jahre 1908, als die Jungtürken die Revolution machten, besetzte Österreich besetzte Habsburg Bosnien. Wenig später, 3 Jahre später, 1911, fielen die Italiener über Nordafrika her und 1213 begann der Balkankrieg. Das heißt, auch diese Revolution kam nicht zum Tragen. Am Anfang des Jahrhunderts stehen Revolutionen, die nicht zum Tragen kamen. Und als dann der arabische Raum sozusagen frei wurde, zur Disposition stand, 1918, nach dem Ende des Osmanischen Reiches, da war Revolution nicht mehr angesagt. Da hatten sich mittlerweile die europäischen imperialistischen Mächte etabliert und hatten sich schon während des Ersten Weltkrieges diese Welt, diese arabische Welt, aufgeteilt in Form von Mandaten. Und damit war die Revolution sozusagen an die Wand gedrängt. Sie war kein Thema mehr. Sie stand nicht mehr im Vordergrund. Und was Iran betrifft, das wissen wir, 1925 übernahm ein Pahlavi, ein General, wenn man so will, die Herrschaft in Iran. Der wurde 1941, als es den Engländern passte, einfach abgesetzt. Nach dem Zweiten Weltkrieg ging es dann weiter. Also das ist eigentlich das, was ich zeigen wollte. Diese ungeheure Dynamik, die in den Menschen liegt, in der Kultur liegt, in den Gesellschaften liegt und immer wieder das Scheitern, das zum Teil auch aus den Menschen, aus den gesellschaftlichen Umständen heraus zu erklären ist, aber eben auch zu erklären ist aus der Tatsache, dass imperiale Mächte später nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges im Rahmen des Ost-West-Konflikts, die Amerikaner, die Sowjets sozusagen die führenden Spieler waren. Und auf diese Weise sind Revolutionen und gerade eben auch diese wichtige Revolution von 1906, diese iranische, diese erste Revolution, nicht in der Qualität wahrgenommen, wie sie hätten wahrgenommen werden können, wenn sie sozusagen sich frei hätten in der ganzen Region entfalten können. Du behandelst ja auch Afghanistan und den Kaukasus.
Mir ist bei der Lektüre des Buches und auch bei der Betrachtung der Gliederung, die durchaus komplex ist und anspruchsvoll, sich nicht auf den ersten Blick erschließt, eine Sache wieder klar geworden. Und das ist, dass man diesen Kulturraum, das ist keine Neuigkeit und keine nichts Innovatives ist heute, diesen Kulturraum arabische Welt als eine vielleicht dann doch muslimische Welt zu betrachten, die Iran, Kaukasus und Afghanistan mit einschließt, aber es ist sehr aus der Mode gekommen. Die arabischen Nationalisten, die Denker auch der Erneuerungsbewegung, sowohl der arabischen als auch der islamischen, haben ähnlich gehandelt. Und wir vergessen heute ja sehr oft, dass es diesen Kulturaustausch zwischen Kairo und Kandahar durchaus gegeben hat vor 100 Jahren. Welche Auswirkungen hatten die Entwicklungen in Iran und die Entwicklung in der arabischen Welt auf Gegenden wie Afghanistan, die wir heute auch ja wieder vielleicht mehr im Kontext betrachten müssen? Also zunächst einmal die Modernisierung Afghanistans. Ja. Lass uns das Thema Afghanistan mal ein kleines bisschen hintanstellen, für den Augenblick jedenfalls. Aber das, was du fragst, ist extrem interessant. Das schon bei der Vorstellung meiner Person hast du einen signifikanten Schnitzer gemacht, indem du mich als Islamwissenschaftler vorstellst. Ach, bitte, entschuldige. Das ist ja so generell üblich. Man spricht heute von Islamwissenschaftler. Als ich studierte in den 60er Jahren, waren wir Orientalisten. Wir haben ein bisschen Islam gemacht, islamische Geschichte, ein bisschen islamische Kunstgeschichte, aber ansonsten Geschichte der arabischen Welt, Geschichte des Osmanischen Reiches und so weiter. Das heißt, die Tatsache, dass wir heute in allem eigentlich einen islamischen Faktor sehen, ist eine relativ neue Entwicklung. Und dass jeder, der sich mit dem Vorderen Orient befasst, als Islamwissenschaftler bezeichnet wird, ist irgendwie eine doch eingeschränkte Perspektive. Aber signifikant dafür, dass von einem bestimmten Zeitpunkt an in der Region, sowohl im arabischen Raum als auch anderswo, der Islam zu einer treibenden Kraft geworden ist. Und in den Revolutionen, von denen wir hier sprechen, hat der Islam eine ganz, ganz untergeordnete Rolle gespielt, wenn überhaupt. Nehmen wir noch einmal die Revolution im Iran von 1906. Das war eine säkulare Revolution. Und es bedurfte eines erheblichen Drucks von Seiten der iranischen Mullahs, um einen Verfassungszusatz einzubringen, dass nur Gesetze gültig seien, die mit der Scharia vereinbar seien. Aber das war eine säkulare Revolution. Die jungtürkische Revolution war eine säkulare Revolution. Die kemalistische Revolution war eine säkulare Revolution. Und die Revolutionen nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs, Nasser, die Basisten. So, und an einem bestimmten Punkt kommt hier der Islam hinein. Und das ist für mich eines der Anliegen dieses Buches, nämlich zu zeigen, dass wenn wir über diese nahöstliche Welt sprechen, über die Araber, über die Türken, über die Afghanen, auch vor dem Hintergrund des Scheiterns der westlichen Intervention jetzt über Iran, dann haben wir eine enorme Verengung vorgenommen, indem wir alles reduzieren auf den Faktor Islam. Wenn wir jetzt, und deswegen beschaue ich das gesamte Jahrhundert und sage, das ist einmal ganz anders gewesen. Mhm. Ich versuche auch die Kulturgeschichte damit hineinzudeklinieren. Ich wollte auch in dem Zusammenhang gar nicht auf den Faktor der Religion Islam hinaus, sondern auf die kosmopolitische muslimische Welt, die seinerzeit im Grunde Anfang des 20. Jahrhunderts ja existierte. Das heißt, die Frage, dass man sich durchaus in der arabischen Welt mit Ideen und Entwicklungen auseinandergesetzt hat, die in nicht-arabischen Ländern passiert sind, wie in Iran, Afghanistan oder im Kaukasus, während wir natürlich durch die Entstehung der Nationalstaaten, durch die postkoloniale Welt, die Grenzen, die gezogen wurden, auch in der Betrachtung irgendwo im Kopf haben. Wir sehen es in der Wissenschaft. Wir haben wenig Fachleute, die sich sowohl mit der arabischen Welt, dem Mittelmeerraum und Iran gleichermaßen auskennen oder gar, dann geht das dann schon im Bereich der Iranistik, sich mit der arabischen Welt und Afghanistan, das heißt mit dem Kulturraum, der ein zusammenhängender Kulturraum war, klar mit unterschiedlichen Mentalitäten, aber es gab offensichtlich einen Austausch. Denn es gab ja einen Zusammenhang zwischen den politischen Ereignissen, die dort vonstatten gegangen sind. Oder es gab ja, also dass die jungtürkische, die persische konstitutionelle und die jungafghanische Revolution in irgendeiner Form zusammenhängen. Das erklärst du ja in diesem Buch. Ja, das erkläre ich und daran liegt mir auch viel zu zeigen, dass eben hier tatsächlich bestimmte Ideen wirksam waren, die faszinierend waren für Muslime, ob sie als Araber im Osmanischen Reich lebten oder als Türken im Osmanischen Reich oder Iraner oder eben auch Afghanistan. Und was zu kurz kommt in der Diskussion heute um Afghanistan, ist ja, dass Afghanistan vom Mitbeginn des 20. Jahrhunderts
eben doch in bestimmten Bereichen einen Modernisierungsprozess durchgemacht hat. Mahmoud Tarsi, ein Name, der überhaupt nicht fällt, aber ein Name, der ganz entscheidend ist für, wenn man so will, für den tiefgreifenden Versuch, Afghanistan sozusagen näher an die Moderne heranzubringen. Das, was dann geschehen ist nach 1980, war ein Fehler, aber Afghanistan abzuhängen und zu sagen, das ist ohnehin sozusagen der Hinterwald, aus dem wird überhaupt nichts, das ist eben sehr falsch. Ich will den Blick wieder öffnen, ich will den Blick genau in diese Richtung öffnen, die du angedeutet hast, Daniel, nämlich die kosmopolitische Dimension, dass hier, ob Araber, ob Türke, ob Perser, dass hier bestimmte Wertvorstellungen geteilt wurden, dass man natürlich versucht hat, sie irgendwo mit den eigenen religiösen Koordinaten, eigenen traditionellen Koordinaten zu versöhnen. Aber das hatte nicht die Feindseligkeit, die Ausschließlichkeit, die das Ganze heute hat. Also wir lebten in einer anderen, oder die Muslime lebten in einer anderen Welt, in einer offeneren Welt. Afghanistan habe ich schon genannt. Und dann, wenn wir, einen Faktor müssen wir noch einbringen, deswegen habe ich auch den südlichen Kaukasus damit einbezogen, nämlich die Modernisierung in Russland, die über die Aserbaidschaner, die zu Russland, zum zaristischen russischen Imperium gehörten, dann nach Persien hinüber geschwappt haben und auch ins Osmanische Reich. Das heißt, bestimmte Modernisierungsprozesse unter den Muslimen in Russland sind über Persien und das Osmanische Reich dann in die Gesellschaften, in die muslimischen Gesellschaften, in ganzen Forderungen eingedrungen. Also das ist ein ganz wichtiger Gedanke, Daniel, dass wir wegkommen von dieser Verengung, ob das nun eine ideologische Verengung ist, ob das eine politische Verengung ist. Nehmen wir mal den Begriff der Salafia. Was ist ein Salafit heute? Im Grunde jemand, der eine Smoking Gun in der Hand hat. Wegen Salafiten werden die Geheimdienste aufgebaut. Sie sind ein Teil der Terrororganisation. So wird das heute wahrgenommen. Das stimmt aber einfach nicht. Die Salafia war eine intelligente, breite Strömung, in der sich große Teile der arabischen Welt mit allen Phänomenen der kulturellen Entwicklung im Westen, kulturellen Entwicklung, politischen Entwicklung, auch philosophischen Entwicklung auseinandergesetzt haben. Und zu diesem Blick müssen wir wieder zurück. Und das können wir nur tun, wenn wir diese Räume wieder öffnen. Und mit Blick darauf habe ich dieses Buch geschrieben. Das müssen aber wahrscheinlich auch diejenigen, die diese Ideologie heute selbst vertreten und sich für Vertreter der Salafia halten, müssen auch diesen Blick zurückwagen, was die Salafia mal war und womöglich. Naja, aber die profitieren ja davon, dass wir so engstirnig sie interpretieren. Je engstirniger wir die Welt sehen, umso mehr Chancen haben natürlich die Militanten, haben die sogenannten Salafisten heute, weil sie ein klares Feindbild haben. Wenn wir das Ganze ins Bild fassen, uns mit der Geschichte, mit der Kultur umfassend beschäftigen, wenn wir sozusagen einen geistigen Austausch anbieten, wie er über viele Jahrzehnte bestanden hat, dann haben die Salafiten, die sogenannten Salafiten, die engstirnigen Salafiten, eben keine Chance mehr. Tradition und Erneuerung im Ringen um die Zukunft. Das sind schwere Begriffe. Wo die Tradition ist, das haben wir, glaube ich, können wir schon erahnen und verstehen. Wir machen jetzt einen großen Sprung, aber wir nehmen sie mit. Wo siehst du die Erneuerung? Wo siehst du das Potenzial? Wo siehst du die Kräfte der Erneuerung in der historischen Perspektive und heute? Also, was waren die Kräfte der Erneuerung, die dir aufgefallen sind, auf die du Wert legst, auf deren Darstellung du hier Wert legst in diesem Buch, und was sind die Kräfte oder Potenziale der Erneuerung heute? Also die Erneuerung in der Vergangenheit ist im Grunde schon zum Ausdruck gekommen in der iranischen Revolution von 1906. Zwei Probleme, die die islamische Welt insgesamt hat, ob arabisch, ob türkisch, ob persisch, ob afghanisch. Das eine ist die Autokratie. Und das zweite ist die Einmischung auswärtiger Mächte. Das waren die europäischen imperialistischen Mächte vor dem Ende des Zweiten Weltkrieges. Das waren die Amerikaner, die Sowjets nach dem Ende. Und im Grunde sind sie es heute auch noch, oder die Amerikaner jedenfalls, wenn wir denken, dass ja der War on Terrorism im Grunde ein Versuch war, eine westliche Ideologie der islamischen Welt aufzuoktroyieren. Hier sehe ich das, das ist die Ausgangssituation. Und in dieser Ausgangssituation haben Muslime, haben Menschen im Nahen Osten revoltiert. Auch die Araber begannen zu revoltieren. Die nasseristische Revolution von 1952. Auch sie war gerichtet gegen Bevormundung
und gegen Autokratie. Man schuf die Monarchie ab, das Gleiche im Irak. Ich will damit sagen, ausgehend von deiner Frage, das sind die beiden grundsätzlichen Herausforderungen. Wie kommen wir zu einer freiheitlichen Gesellschaft? Wie diese freiheitliche Gesellschaft sich definiert, das müssen wir den Menschen selber überlassen. Aber darum geht es. Verfassung, Rechtsstaatlichkeit, Menschenrechte. Davon dürfen wir nicht abrücken. Das ist auch das, was die Menschen in der Region von uns sozusagen erwarten. Das ist das eine. Und das zweite ist eine faire Interaktion des Westens oder der internationalen Politik mit den Gesellschaften im Nahen Osten. Und da steht es nicht zum Besten. Wenn heute die Menschen in der Islamischen Republik oder die Führung der Islamischen Republik eine Legitimation sucht, dann finden sie das noch in einer Bevormundung, etwa von Seiten der Amerikaner oder in der Gefahr, dass Amerika, andere westliche Mächte sich wieder einmischen könnten, solange die Vereinigten Staaten nicht sozusagen das Regime akzeptieren, solange sie von einem Regimewechsel sprechen, solange ist die Führung der Islamischen Republik nicht bereit, sozusagen in einen wirklichen Dialog einzutreten. Also wir haben im Grunde noch nicht viel gelernt. So, das ist die Ausgangssituation. In welcher Weise das dann politisch gestaltet wird, darüber wird dann Punkt für Punkt zu reden sein und die ganze Agenda, versuche ich ja im letzten Kapitel ein bisschen abzuhaken. Und natürlich müssen wir eines sagen, dass die Existenz Israel, die Tatsache, dass ein jüdischer Staat entstand im Herzen der arabischen Welt, war eine Herausforderung, die in vielfältiger Weise die Innenpolitik, die Außenpolitik, nicht nur der arabischen Welt, sondern der politischen Führer im ganzen Vorderen Orient bestimmt hat. Das beginnt sich ein bisschen zu verschieben jetzt, aber gerade auch Frau Baerbock ist in diesen Tagen wieder im Heiligen Land. Solange dieser Konflikt nicht auf der Grundlage von Fairness, von Völkerrecht und Rechtsstaatlichkeit gelöst wird, bleibt es ein Schatten sozusagen und bleibt etwas, was zwischen uns und den politischen Führern, den gesellschaftlichen Führern in dieser Region besteht. Bleibt also eine gewisse, ein gewisser Graben, ein Hindernis dafür, nun wirklich auf Augenhöhe über die Zukunft mit den Menschen, mit den Völkern in der Region zu sprechen. Kurz noch einmal zurück zu Iran, was hier so ein bisschen das Gravitationszentrum der Entwicklungen ist und die sich hier deine Analysen und Betrachtungen gruppieren. Du bist ja nicht nur Wissenschaftler, sondern auch Zeitzeuge. Also du hast ja wirklich viele der Entwicklungen auch schon, der historischen Entwicklungen selber erlebt. Hättest du ganz Hand aufs Herz gedacht 1979, dass die Islamische Republik, dass heute der pakistanische Präsident bei Herrn Raisi sitzen würde und ihm zum Jubiläum der Islamischen Republik gratulieren würde? Hättest du gedacht, dass sich dieses System nach dieser Revolution so lange hält und verstetigt? Ja, zunächst mal war ja die Überraschung, dass es überhaupt zu diesem System gekommen ist. Und auch daran lässt sich ja wieder vieles festmachen. Die Menschen, die 1978 in Teheran und anderswo auf die Straße gegangen sind, die wollten keine Islamische Republik. Die wollten einen säkularen, demokratischen Staat haben. Dafür haben sie jahrzehntelang im Ausland gesessen. In Deutschland, ich erinnere mich noch, wie ich nach der Revolution häufiger bei den Linken war, bei der Tudeh-Partei mit ihrer Zeitung Mardum. Da bin ich immer wieder hingegangen. Die hielten sich noch 3 Jahre lang in der Islamischen Republik. Die Menschen dort, die Redakteure der Zeitung, die sprachen einen sächsischen Dialekt, die anderen einen Berliner Dialekt, die anderen einen Hamburger Dialekt. Jahrzehntelang hatten sie im Ausland verbracht, waren zurückgekehrt und hatten geglaubt, jetzt können wir endlich einen demokratischen Rechtsstaat gründen. Also schon mal die Tatsache, dass dies in anderer Weise gelaufen ist, das war natürlich die Riesenüberraschung. Das war die Überraschung. Ich bin da in gewisser Weise tatsächlich Zeitzeuge. Ich weiß, dass auch viele Orientalisten im Jahre 1977, 1978 nicht so richtig wussten, was ein Ayatollah ist und welche Befugnisse er hat, was das eigentlich bedeutet, welche politische Rolle ein Ayatollah auch spielen könnte. Also das war die erste Überraschung.
Die zweite Überraschung war dann, dass die Macht von Khomeini übernommen worden ist, dass er sie verstetigen konnte und dass er sie dann gehalten hat, über 30 oder 40 Jahre, das ist dann weniger überraschend. Wenn man einmal ein solches System in der Hand hat, dann kann man es auch nicht wieder aus der Hand geben. Die Westen, das sagen wir so, diese Islamische Republik hat sich natürlich auch in einem, wie soll man sagen, politischen Umfeld konsolidiert, in dem sich das System immer wieder verteidigen konnte, verteidigen musste. Und indem es sich verteidigen musste, konsolidierte es und griff zu repressiven Praktiken. Also insofern ist es keine Überraschung. Und ich denke einmal auch noch eine Anekdote. Im Jahre 2001, 9/11, Anfang 2002 waren die Amerikaner in Afghanistan. Und ich höre noch immer den iranischen Staatspräsidenten Mohammad Khatami, wie er sagt, ja, wir waren damals mit den Amerikanern, sozusagen, wir haben die Amerikaner unterstützt im Kampf gegen die Taliban. Mhm. Und dann hörten wir aber Anfang 2002 den amerikanischen Präsidenten sagen, dass die Iran auf die Achse des Bösen gehört. Und damit waren mir, so Herr Khatami, sozusagen die Legitimation entzogen, irgendwelche demokratischen, nach westlichem Geschmack schmeckenden Elemente in das politische System einzubeziehen. Also die Tatsache, dass das System sich verfestigte, dass es sich so lange stabilisierte, so lange halten konnte, ist auch eine Folge der Fehler westlicher Politik. Da ein kurzer Punkt, auf den ich noch eingehen möchte, Kräfte der Erneuerung, auch Enttäuschungen, die Türkei. Die Türkei, du bist nicht nur als Wissenschaftler, sondern auch, wenn ich mich recht entsinne, auch als Oberst der Reserve, also bist auch gewesen als Militär in der Türkei, kennst dich gut aus mit dem türkischen Militär und mit dem, was man so den tiefen Staat in der Türkei nennt, wirst ja auch regelmäßig von verschiedenen nationalistischen und islamistischen Kräften in der Türkei kritisiert. Also der Name ist bekannt und immer wieder Gegenstand auch von polemischen Zeitungsartikeln. Die Türkei war vor einigen Jahren, auch wenn viele gesagt haben, man soll Vorsicht walten lassen, bei der Beurteilung ja ein Role Model für die arabische Welt. 2011 hat die Türkei sehr schnell Macht projizieren können in den arabischen Staaten. Davor in den Jahren hat sie ein Wirtschaftswunder erlebt bzw. vorbereitet. Also die Türkei war eine the place to be, eine Referenz. Istanbul wurde zur Weltstadt für die Region. Auch wenn man Erdogan nie besonders sympathisch gefunden hat, hat man gesehen, dieses System, diese Erneuerung des Systems kann was. Würdest du sagen, dass die Türkei in diesem Mehrklang Tradition und Erneuerung im Ringen um die Zukunft als Modell, als Referenz gescheitert ist? Nein, ist sie nicht. Es dauert alles sehr viel länger, als man sich das vorstellt. Deswegen, wir sprechen hier über ein ganzes Jahrhundert. Wir sprechen über Revolutionen, die am Anfang des 20. Jahrhunderts stattgefunden haben. Und der revolutionäre Gedanke zieht sich dann durch das ganze Jahrhundert hin. Als Mustafa Kemal im Jahre 1923/24 seine Revolution machte, dann war das auch zunächst einmal sozusagen eine Zäsur. Es war ein Beginn. Es war nichts Festes, das er da an die Stelle setzen konnte, sondern er hatte einen Schlag getan und jetzt musste man sehen, wie dieser Schlag sozusagen, wohin sich die Wellen nach diesem Schlag entwickeln würden. Und der Schlag, von dem ich spreche, ist eben die Abschaffung des Kalifats. Und wenn wir nach Ankara kommen, dann sehen wir ans Grabmal von Atatürk, da steht ein großer Stein, da steht drauf, Hakimiyet Şartsız Bekayetsiz Militinde. Die Souveränität ist bedingungslos und vorbehaltungslos beim Volk. Und ich glaube, dieser Gedanke ist heute auch noch wichtig. Und dieser Gedanke, an den kann man weiter stricken. Aber man strickt eben nach Mustafa Kemal kam der Zweite Weltkrieg, dann ging die Türkei langsam in das westliche Bündnis über.
Erdogan wollte es wieder zurückversetzen, stärker in die arabische Welt. Aber es wird auch eine Zeit nach Erdogan kommen. Und da wird man an viele Dinge anknüpfen können, die vorher gelaufen sind. Also ich denke mal, dass die... Du gehst davon aus, dass die Institutionen und auch das Wirtschaftsmodell das gesellschaftliche Versprechen der türkischen Republik Bestand haben kann, ja, dass das nicht unwiederbringlich zerstört wird durch die zum Teil erratische Politik. Aber ganz gewiss, das haben wir in den letzten Jahren hin und wieder mal gesehen, denken wir vor 2 Jahren an die Wahlen. Etwas hat Erdogan nicht zerstören können, auch nicht aufgelöst. Das sind Wahlen, das sind demokratische Mechanismen. Und über diese demokratischen Mechanismen könnte die Türkei, wird die Türkei zurückkehren zu einer stärkeren, also einer offeneren Gesellschaft, zu einer demokratischen Gesellschaft. Vor 2 Jahren haben wir erlebt, dass in Istanbul der Kandidat von Herrn Erdogan nicht gescheitert, nicht erfolgreich gewesen, 2-mal gescheitert ist. Und das ist eine große Hoffnung für viele Türken, die tatsächlich irgendwo eine Zeit nach Erdogan sehen mit der Demokratie. Wobei wir damals schon sehr, sehr nah dran waren an der Außerkraftsetzung demokratischer Prozesse und Wahlen. Und das war eine Kontroverse. Ja, aber er hat den Schlag nicht getan. Ein Ermächtigungsgesetz, was viele erwartet haben. Auch ich habe manchmal gedacht, er wird ein Ermächtigungsgesetz zu schaffen und damit die Demokratie vollständig abschaffen. Das hat er aber nicht getan. Du hast eben das Stichwort Kalifat genannt. In deinem Buch gibt es ein Kapitel, es geht um Revolutionen, Umbrüche, und es gibt ein Kapitel, das trägt den Titel die dschihadistische Revolution. Für dich ist das, was 2014 kulminierte, beziehungsweise 2014, 2015 mit der Entstehung dieses Territorialprojekts des sogenannten Islamischen Staats im Irak und in der Levante, mit der Ausrufung des Kalifats, das ist für dich eine Revolution, die sich auch einordnet in die Verläufe von Revolutionen, in den Revolutionskalender, sagen wir mal so, des 20. und frühen 21. Jahrhunderts. Kannst du das ausführen, warum das für dich aus deiner Perspektive eine Revolution ist? Ich finde das so interessant, weil wir neigen dazu in den Medien und zum Teil auch in der Wissenschaft, das als so ein schwarzes Loch zu behandeln, zu sagen, das ist Terror, das ist das Böse, mit dem muss man sich gar nicht detailliert politisch auseinandersetzen, denn das ist einfach nur ein Gespenst, ein Zombie, der auferstanden ist und den man möglichst schnell wieder vertreiben muss. Wo ist da für dich die Revolution, revolutionstheoretisch? Die Revolution liegt darin, dass auf der Grundlage einer Ideologie ein neues System, ein neues politisches System, ein neues Verfassungssystem ganz anderer Art gegründet werden soll. Und es ist ja schon einmal passiert. Khomeini ist, wenn man so will, ich sage es auch im Buch, dafür mag ich kritisiert werden, ist für mich ein Lenin im Islam. Das heißt, einer, der bestimmte Begrifflichkeiten der leninistischen Revolution ins Islamische wendet, auf dieser Grundlage die Macht übernimmt und an ihr festhält, egal wie viel Opfer das kostet. Also, und dann eben eine islamische Republik gründet. Nun mag man sagen, das ist eine bestimmte schiitische Variante, aber Tatsache ist jedenfalls, dass hier eine islamische Revolution stattgefunden hat, eine Revolution, die anstelle der säkularen Struktur, der säkularen Verfasstheit Irans eine islamische Verfasstheit gesetzt. Und so. der islamische Stalin oder wie? Nein. Analogie fortsetzen. Ja gut, dann kann man eben, die Nachfolger sind dann die Stalins. Aber es geht um die Revolution selber. Es geht nicht so sehr um die Erhaltung, sondern um die Revolution selbst. Und wenn wir dann in den sunnitischen Raum schauen, auch da haben wir bestimmte Theoretiker, die Elemente des Islams nehmen und zu einer revolutionären Theorie umbauen oder einbauen. Und da gibt es eine Reihe von Namen, die ich nenne, und ich zeige auch durchaus, dass wohl in der einen oder anderen Weise marxistisch-leninistische revolutionäre Ideen sozusagen gekannt worden sind, die man dann aber in ein islamisches System eingebaut hat. Und ganz am Schluss, das ist eine Pointe, die mir einfach eingefallen ist, die ich auch hier in den Raum stelle, die man vielleicht nicht ganz ernst nehmen sollte. Die Ausrufung des islamischen Kalifats ist für mich etwa inspiriert durch die Ausrufung eines tausendjährigen Reiches. Das heißt, in dieser Revolution, sogenannten islamistischen oder dschihadistischen Revolution finden wir Elemente
der grundlegenden revolutionären Entwicklungen in Europa im 20. Jahrhundert, sowohl der marxistisch-leninistischen wie der faschistischen. Und deswegen sage ich tatsächlich, wir haben hier ein revolutionäres Paradigma schiitischer Natur in Iran, sunnitischer Natur hier und da, am Ende in mündend in ein tausendjähriges Reich, in eine idiotische Idee des Kalifats. Keiner kann heute mehr ein wirkliches Kalifat errichten. Aber immerhin, man hat erreicht eine ungeheure Mobilisierung, ob ein Attentat in London stattfindet oder in Afghanistan oder in Saudi. Irgendwie kann es gedeutet werden als einen weiteren Schritt in Richtung auf die Verwirklichung einer globalen revolutionären Vision. Das ist jetzt nicht abgesprochen, aber ich habe tatsächlich vor einigen Monaten, als ich in Mosul war, wo ich zweimal gewesen bin letztes Jahr, an das tausendjährige Reich gedacht. Und zwar, als ich vor der Nuri der Hadwa, der Ruine der Hadwa-Moschee, des Hadwa-Minaretts in Mosul, Wahrzeichen des, aus der Zeit der Sengiden, Wahrzeichen Mosuls, eines der kulturellen Wahrzeichen Iraks überhaupt, und mich tatsächlich gefragt habe, doch mit den Menschen gesprochen habe, warum wurde hier alles in die Luft gesprengt? Es gibt immer noch Diskussionen darüber, wie diese Moschee tatsächlich, also was dazu geführt hat, dass sie völlig in Schutt und Asche gelegt wurde. Aber es gibt immer noch auch die glaubwürdige Analyse, dass die tatsächlich absichtlich im Rückzugseffekt in die Luft gesprengt wurde. Und da schaute mich unser gemeinsamer Freund Walter Posch, ein Iranist, der mit uns war, er schaute mich an und meinte so, schau dir an, wie das tausenddreijährige Reich zugrunde gegangen ist. Ja. Da hat man sich auch samt und sonders in die Luft gesprengt. Und die Mentalität ist vergleichbar. Man kann vergleichen, ohne gleichzusetzen, und das möchten wir natürlich hier nochmal betonen. Udo, bevor wir die Diskussion eröffnen bzw. Fragen entgegennehmen, das letzte Kapitel. Das letzte Kapitel hat mich natürlich ganz besonders gefreut zu lesen, denn du greifst mit Zitat einen Buchtitel auf, den Titel eines Buches, das ich 2019 veröffentlicht habe, das heißt Der Nahe Osten geht nicht unter. Die arabische Welt vor ihrer historischen Chance. Und du greifst diesen Titel auf, unironisch, muss ich dankbarerweise sagen, und setzt dich damit auseinander. Wo siehst du die positiven Entwicklungsperspektiven und wo siehst du Entwicklungen, die vielleicht in der alltäglichen Berichterstattung, aber auch in der Analyse, auch in der wissenschaftlichen Auseinandersetzung fehlen? Das erste und vielleicht sogar schon entscheidende Defizit war die Art und Weise, wie man diese Entwicklung benannt hat. Einen arabischen Frühling zu nennen, war, glaube ich, die falscheste und törichtste Art, das Geschehen zu verstehen, weil dann der Sommer kommt, hoffentlich, dann kommt er aber nicht, dann kommt der Herbst und dann Winter und dann verliert man das Interesse. Ich habe das von vornherein, du hast es vorhin auch schon mal angedeutet, in den revolutionären Duktus des ganzen Jahrhunderts gestellt. Erste, zweite, dritte arabische Revolte. Und das allein weckt in mir die Erwartung, die Hoffnung, ja mehr als die Hoffnung, die Erwartung, dass wir einfach einen weiteren Schritt getan haben, der noch nicht in Richtung, sozusagen noch nicht das Ende bedeutet, sondern ein Schritt zunächst einmal in die Sackgasse geht, aber man sucht den Weg auch aus der Sackgasse heraus. Und wir haben die Entwicklung in Tunesien gesehen, wir haben die Entwicklung in Ägypten, in Jemen, an vielen Stellen der arabischen Welt gesehen, wir sehen sie heute noch in Algerien oder im Sudan. Und wir stellen wirklich fest, dass hier aus der Gesellschaft, aus der Zivilgesellschaft heraus, ein Geist sozusagen aus der Flasche getreten ist, den man nicht mehr wird auf Dauer zurückdrängen können. Das hat man versucht in Ägypten und anderswo. In Tunesien ist es natürlich die beklagenswerte ökonomische Situation, die dazu geführt hat, dass das neue System nicht wirklich konsolidiert werden konnte. Aber wer heute noch daran glaubt, ein Syrien mit Hafez al-Assad, das wird nicht stattfinden. Die Diktatoren sind ans Ende gekommen. Wandel ist angesagt in Iran. Schauen wir mal, was in Saudi geschieht. Das ist komplex natürlich, ist eine Revolution von oben, hat viele unschöne Züge. Aber das Saudi-Arabien von vor 5 Jahren erkennen wir heute eigentlich nie wieder. Ich habe vor ein paar Tagen ein saudisches Visum mir beschafft. Das habe ich in einer halben Stunde geschafft. Das heißt, Saudi-Arabien öffnet sich auch. Wir sehen also allenthalben Prozesse, Öffnungen, Druck, Proteste.
Wir sehen, dass die Menschen natürlich größere Erwartungen haben, Umweltprobleme und so weiter, und dass sie die zum Ausdruck bringen, dass sie sich organisieren. Und das habe ich erkannt in den Bildern, die wir vom Tahrirplatz erlebt haben, 2011. Und diese Bilder haben sich so bei mir verfestigt, auch an anderen Stellen, dass ich sage, hier, das sind Prozesse, die sind nicht aufzuhalten. Du kontextualisierst, das finde ich sehr gut und das finde ich auch sehr verständlich. Und in dem Buch lernt man wirklich auch als Fachmann oder Fachfrau, als jemand, der sich intensiv mit dem Thema beschäftigt, neue, schaut auf andere Entwicklungen, auch historische Entwicklungen, die man vielleicht gar nicht so im Blick hatte. Das Kontextualisieren, was eben Lenin und Khomeini angesprochen, das Kontextualisieren ist deswegen auch sehr angenehm, weil du eben nicht nur den Blick auf islamische Phänomene längst, beziehungsweise nicht jede politische Entwicklung, die in der islamischen Welt stattfindet, islamisierst oder als ein Phänomen des Islams begreifst, sondern Analogien herstellst. Zum Beispiel sehr interessant für mich die Beschreibung, kurze, aber sehr prägnante Beschreibung der Djangali-Bewegung, also einer kommunistischen Bewegung in Iran, die wesentlich größere Chancen auf Erfolg gehabt hätte, als mir das bisher so vor der Lektüre deines Buches bekannt war, und immer wieder eben zu schauen, was gibt es außerhalb der islamischen Welt, der arabischen Welt, der muslimischen Welt für Anknüpfungspunkte, wo man fruchtbare Vergleiche ziehen kann, ohne die Entwicklungen gleichsetzen zu müssen oder die handelnden Akteure. Tradition und Erneuerung im Ringen um die Zukunft der Nahe Osten seit 1906 von Professor Udo Steinbach. Jetzt schauen wir mal an, was es für Fragen bzw. Kommentare gibt. Kann ich übrigens mit mir kurz helfen? Hier sind wir, ja. Wunderbar. Wir haben die Frage, ob die Sitzung ja aufgezeichnet wird, kann ich bejahen, ja. Die wird aufgezeichnet und wird auf der Website der Mäzenater Stiftung und der DRFG abrufbar sein. Insofern ist alles, was wir hier sagen, on the record. Dirk Tröntle fragt, inwiefern können Revolutionen, die nicht zum Tragen kommen, denn als Revolutionen bezeichnet werden und als solche gelten? Besteht hier nicht ein Widerspruch, lieber Udo? Das geht dann schon in die politische Theorie oder in die Revolutionstheorie, aber du beschreibst ja Entwicklungen und Revolutionen, die letztendlich nicht die Erfolge zeitigten, und letztendlich ist das Beispiel ja 1906 oder 1908 ein sehr zentrales. Herr Tröntle fragt, inwiefern du trotzdem findest, dass es sich dabei um Revolutionen handelt, natürlich auf den arabischen Frühling hin. Ja, da dürfte ich auch die französische Revolution nicht eine Revolution nennen. 10 Jahre nach 1789 hatten wir das Direktorium und wenige Jahre später eine Kaiserherrschaft. Revolutionen sind Einschnitte, dramatische Einschnitte, aber ergebnisoffen. Die deutsche Revolution von 1848 niedergeschlagen. Paulskirche ist aber für uns heute ein Symbol für ein neues Deutschland, das damals hätte entstehen können. Die Revolutionen in Europa nach 1918 sind auch nicht das geworden, was sich die Revolutionäre vorgestellt haben. Das liegt in der Natur von Revolutionen. Die Langzeitwirkung und die Kurzzeitwirkung. Die Langzeitwirkung ist unübersehbar. Ich schlage durchaus eine Brücke zwischen der Revolution im Iran von 1906 und der Revolution von 1978-79. Von der jungtürkischen Revolution zu der kemalistischen Revolution. Also ich glaube, allein der revolutionäre Gedanke, die Tatsache, dass man eben mit der Tradition spricht, um neue Perspektiven zu schaffen, das rechtfertigt den Begriff der Revolution, auch der nasseristischen Revolution, auch dann, wenn aus der nasseristischen Revolution nichts herausgekommen ist. Aus der Revolution in Libyen 1969, Gaddafi war eine Revolution. Er endete damit, dass er sein eigenes Volk unter dem Regenschirm als Kakerlaken beschimpfte. Also ich habe davon Abstand genommen, Revolution zu definieren, gedacht, irgendwie der normale Menschenverstand versteht darunter einen dramatischen Einschnitt in der Geschichte mit der Perspektive, mit der Langzeitperspektive des Wandels, der aber zum Zeitpunkt der Revolution offen ist. Ein kleiner, ein nicht ganz überflüssiges Detail, wie spricht man Revolution? Im Iran spricht man von Enrelab.
was aber, wenn man das arabische Wort zugrunde legt, Putsch heißt, nämlich Intrilab. Also auch das Verständnis von Revolution oder Thauda, wie man auf Arabisch sagt, ist natürlich, oder die semantischen Aspekte sind natürlich auch ein bisschen andere. Die Kollegin Charlotte Wiedemann, auch eine Nahost-Expertin, wenn ich das so sagen darf, die auch viel reist in der Region und Bücher schreibt als Journalistin, bedankt sich und dankt dir, lieber Udo, für die Weitgeistigkeit. Viele Grüße, Charlotte. Das ist keine Frage, sondern ein Wort der Anerkennung. Klaus Wittmann fragt, lieber Professor Steinbach, wie in Russland stelle ich auch in heutigen arabischen Gesellschaften einen totalen Mangel an Bereitschaft zur Selbstkritik fest. Nur die Suche nach Sündenböcken für Probleme und Versagen. Wie kommt das? Nun könnte man dir vorwerfen, Udo, ein bisschen stimmst du ja ein auf die Kritik, dass vieles von den Übeln, mit denen die Region, mit der wir uns befassen, aus dem Westen kommt, beziehungsweise aus verfehlter Politik, sehr selbstgerechter, auch überheblicher Haltung gegenüber den Staaten und Gesellschaften der Region. Aber wie siehst du das, die Frage nach der Selbstkritik? Russland lassen wir mal außen vor, in der arabischen Welt. Gibt es diese Selbstkritik oder ist es tatsächlich so, dass in der Region, wie Herr Wittmann das wahrnimmt, man vornehmlich nach externen, interpretiere ich jetzt mal, Sündenböcke sucht? Ja, das ist wohl so. Und das hat natürlich zu tun mit der Tatsache, dass diese Region, und zwar nicht nur der arabische Raum, wir haben vorhin über Iran gesprochen, wir könnten natürlich auch über Afghanistan sprechen, ein Jahrhunderte lang unter Druck gestanden hat, unter externem Druck und sich immer sozusagen wehren musste, immer sich rechtfertigen musste. Und das schafft kein Klima der Selbstkritik, sondern das schafft ein Klima der Rechtfertigung, der Bockigkeit. Und es ist auch keine Hilfestellung geleistet worden, wie die westliche Orientalistik, Islamwissenschaft oder wie immer wir das nennen wollen, die westliche Politik hat keine Hilfestellung geleistet, sondern und heute auch wiederum nicht. Heute haben wir ein ganz eng definiertes Feindbild, Islam, Dschihadismus, militanter Islam, Islamismus, wie immer wir das bezeichnen, eine Frontstellung, die den meisten Menschen in dieser Region nicht einleuchtet. Und dann noch einmal vergessen wir nicht die schwere Bürde, die vor allen Dingen die Araber daran zu tragen haben, dass ihnen ein Land sozusagen vorgesetzt wurde, so kann man es fast sagen, das als ein demokratisches Land bezeichnet wird, einzige Land, einzige Demokratie in der Region. Und dass sie eigentlich schon von seiner Genese her nicht akzeptieren können. Ein Land, ein Siedler, kolonialistisches Land, das sozusagen das Lieblingskind des Westens wird. Und auch das macht die Eliten, die muslimischen Eliten oder Eliten im arabischen Raum, im Iran, nicht gerade geneigt zur Selbstkritik. Zumal man dann eben auch immer wieder sagt, aber eure eigenen Werte, was ist denn damit, wenn Menschenrechtsverletzungen, ihr sprecht von Menschenrechten, Export von Menschenrechten und so weiter, aber Menschenrechtsverletzungen, Waffenlieferungen an Regime, die Menschenrechtsverletzungen begehen. Es ist natürlich bedauert, da hat Herr Wittmann völlig recht, aber wir müssten die Hilfestellung leisten. Ich erinnere mich an zwei Dinge, wo das versucht worden ist und einmal relativ erfolgreich. Das eine war der euro-arabische Dialog 1976 bis 1983. Das heißt, der Versuch, wirklich in einen Dialog auf Augenhöhe zwischen der Arabischen Liga und der Europäischen Gemeinschaft damals einzugehen. Vergessen wir das. Wichtiger noch war der Dialog, Menschenrechtsdialog, den ich selbst für die Bundesregierung, mit der Bundesregierung über ein Jahrzehnt mit Iran geführt habe. Von 1987, 88 bis 1996, ein Jahr bevor in Wahlen Präsident Khatami gewählt worden ist, der durchaus bereit gewesen wäre, das Land weiter zu öffnen. Also in dem Maße, in dem wir auf Augenhöhe miteinander gesprochen haben, kamen mit einmal ganz, ganz andere Perspektiven herein. Da sah man die Menschenrechte nicht als ein Instrument einer imperialistischen westlichen Politik, 1948 in der Allgemeinen Menschenrechtserklärung verwirklicht, sondern man sah die Menschenrechte in Europa, in Iran, natürlich aus eigenen Wurzeln heraus gebildet. Man sah sie an als ein Instrument des Dialogs auf Augenhöhe.
Falls ich mir die Bemerkung erlauben darf zu dem Punkt der Selbstkritik, ich teile diese Beobachtung von Herrn Wittmann übrigens nicht. Ich mache selber die Erfahrung, bin manchmal darüber erstaunt in den letzten Jahren, wie viel und wie explizit geäußerte Selbstkritik mir da entgegengebracht wird von Intellektuellen, von Jugendlichen, von Politikern, die sehr, sehr offen in der arabischen Welt mittlerweile über die Fehler ihrer politischen Kultur, ihrer Systeme reden und manchmal sogar, was man bei uns als islamfeindliche, manchmal nahezu so rassistische oder Ressentiment geladene Diskurse wiederholen über ihre eigenen Gesellschaften, was ich manchmal wirklich sehr erstaunlich finde. Also ich finde, Selbstkritik und die große Katharsis findet gerade interessanterweise in den arabischen Gesellschaften statt, auch wenn sie sich nicht immer unbedingt von den religiösen oder politischen Eliten reflektiert wird und natürlich vor allem nicht in der offiziellen Auseinandersetzung mit dem also westlichen Ausland. Da will ich nicht widersprechen, aber es hat eben keine Wirkung. Wir sprachen eben über, du sagtest, Länder, die in der arabischen Welt Israel von seiner Genese her immer noch nicht akzeptieren oder nicht akzeptieren wollten. Da sind wir beim Thema Existenzrecht. Herr Manfred Nitsch kommt auf die Vereinigten Arabischen Emirate zu sprechen, die ihm hier fehlen. Und das ist ein Land, was aus welchen Gründen auch immer, ob aus politischen, militärstrategischen oder ethischen Gründen Frieden mit Israel geschlossen hat und die Beziehung mit Israel verbessert oder überhaupt herstellt. Da möchte Herr Nitsch etwas von dir zu erfahren. Die große wirtschaftliche Macht der Emirate. Was können wir von der Politik der Emirate erwarten? Und ich bitte dich in Anbetracht der Tatsache, dass wir noch mehrere Fragen haben und noch 9 Minuten dich kurz fassen. Ja, wir können nicht allzu viel erwarten von den Emiraten. Was wir sehen, ist im Augenblick sehr widersprüchlich. Auf der einen Seite sind sie mitschuld an dem Krieg im Jemen. In zahlreichen Punkten der arabischen Welt mischen sie sich in der Gegenwart ein, nicht zum Vorteil der Menschen in diesen Ländern. Auf der anderen Seite, das ist richtig, das hat Herr Nitsch richtig beobachtet, natürlich sehen wir neue Ansätze in der Politik gegenüber Israel. Wenn ich sage, gleichwohl, wir dürfen nicht zu viel erwarten, dann müssen wir sagen, es ist ein ganz winziges Land. Ein ganz winziges Land, enorm reich. Und kann natürlich, die Ausstrahlung von der Emirate kann mit Iran, mit Saudi, mit der Türkei, mit anderen großen arabischen Ländern nicht konkurrieren. Sie haben sich Nischen geschaffen, positive Nischen, negative Nischen. Aber eine generelle, soll man sagen, ein Entwicklungsschub, politischer Entwicklungsschub, entwicklungspolitischer Entwicklungsschub, Entwicklungsschub in Sachen Bildung wird von den Emiraten nicht ausgehen. Und ein verwundbares Land, wie wir in den letzten Tagen gelernt haben, in dieser sehr turbulenten Region ja immer ein Hafen der Sicherheit gewesen. Man hat sich mit allen Akteuren irgendwie arrangiert und dafür gesorgt, dass es keine Anschläge und keine Angriffe auf das Land gibt. Das hat sich in den letzten Wochen geändert und war auch schockierend sicherlich für viele Menschen in Abu Dhabi. Fatiha bin Naum meldet sich und fragt, ob Sie wirklich finden, dass die Tahrirplatz-Revolution etwas Positives für Ägypten gebracht hat und bringen könnte. Was ist mit einer Führung des Landes, Präsident Sisi und das Militär, die sich despotisch verhält und jede Opposition unterdrückt? Ja, das habe ich, glaube ich, hinreichend deutlich gemacht. Aber nicht ganz. Ist nicht rübergekommen. Ja, ja. Also ich sage es noch einmal, aber das habe ich vorhin klar gesagt. Diese Revolution bewerte ich positiv. Das heißt, diese Revolution, oder nennen wir es in diesem Falle nur eine Revolte, bewerte ich positiv die Jahre 2011, 2012. Und was danach gefolgt ist, die Kontroverse mit Sisi, immerhin, Herr Sisi war der erste gewählte Präsident in Ägypten seit der Geschichte, der Putsch von 2013, der ist nur zu verurteilen. Herr Sisi hat... Bist du von Morsi oder Sisi als ersten gewählten Präsidenten? Von Morsi ist der erste gewählte Präsident. Sisi hat den Putsch gemacht in 2013. Seither haben wir eine Militärherrschaft dort und die doch eigentlich auch im Westen relativ angenommen wird, wenn wir an den letzten Frankreich-Besuch von Sisi denken. Aber das kann nicht das letzte Wort der Geschichte Ägyptens sein und das wird es auch nicht sein. Günther Munke, eine etwas längere Frage. Seit Mohammed wird in der islamischen Welt das Verhältnis von Staat, Politik und Religion diskutiert. Das Kalifat war sehr bald der Ausdruck einer Kohabitation
wie in Europa mit der Dominanz mal der einen, mal der anderen Seite. Seit Khomeini ist aber doch klar, dass die Religion die Politik dominiert, desgleichen beim IS, bei den Muslimbrüdern und so weiter. Gibt es eine Chance, durch säkulare Revolution diese Dominanz zu überwinden und wer könnte der Träger sein? Ja, aber ganz gewiss. Also diese Hoffnung, ich möchte nicht diese Sitzung beenden, ohne diese Hoffnung in den Raum zu stellen. Die Zukunft, die Entwicklungen der letzten 30 Jahre haben klar gezeigt, dass mit Religion kein Staat zu machen ist. Das bezieht sich auf Iran, das bezieht sich auf Saudi, das bezieht sich auf irgendwelche islamistischen Bewegungen. Es wird eine der zentralen Fragen, die in der Gesellschaft zu diskutieren sein werden, wird sein das Verhältnis von Religion und Politik, das Verhältnis von Religion und Staat. Und ich glaube, dass man sich da mal unter diesem Aspekt die tunesische Verfassung gut anschauen sollte. Ich glaube, auf der einen Seite ein Satz steht da, der Islam ist die Religion des Staates, aber das ist es dann auch gewesen, der Staat ist säkular. Damit hätten wir dann auch die Frage von Gertrud Wilmer vom Paritätischen Landesverband in Bayern beantwortet, die auch auf Ägypten heraus wollte, uns aber auch einen Grüß Gott aus München schickt. Wir haben von Ahad Rahman Sadeh eine Nachricht bekommen. Herzlichen Dank für die Veranstaltung. Grüße an Professor Steinbach. Dann haben wir Loay Mutun von der Deutschen Welle bzw. Kantara. Der schreibt, danke für die erhellenden Antworten und die klugen Fragen. Je weniger Islamisierung und mehr Anspruch bei der Analyse wagen, das teilt er. Bitter nötig. Meine Frage, haben westliche Eliten die historischen Dimensionen der Arabellion verstanden, also der Arabellion des arabischen Frühlings, der Entwicklung, die du als die dritte arabische Revolution. Da kann ich aber klar sagen, nein. Nein. War das eine rhetorische Frage, Loay? Nein, aber deswegen schreibt man ja so ein Buch, das hatte ich vorhin gesagt, aber dass wir endlich rauskommen aus dieser Enge der Betrachtung, wie sie seit etwa 3 Jahrzehnten vorherrscht und wieder das Ganze der Geschichte betrachten, da kommen wir in eine völlig andere Dimension hinein, völlig andere Dynamik hinein und zu einer völlig anderen Einschätzung der Entwicklungen der Zukunft dieser nahöstlichen Nachbarschaft. Wir kommen jetzt wirklich, also wir kriegen hier viel Expertenzuschriften, lieber Udo, und zwar unter anderem von Said Al-Dailami, der ein interessantes Buch über den Jemen geschrieben hat, du auch persönlich kennst sicher. Vielen Dank, Professor Steinbach. Sie haben Israel angesprochen und die zentrale Rolle des Nahostkonflikts in der politischen Positionierung der Staaten und Regionen in den letzten Jahrzehnten. Nun scheint sich vieles zu bewegen. Welche Folgen hat dies mit Blick auf die Zukunft der Region aus Ihrer holistischen und kontextuellen Perspektive? Also wie wird sich die, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, die Verschiebung der Beziehungen im Nahostkonflikt und das Verhältnis zwischen den arabischen Staaten und Israel in diesem Kontext verändern? Wie wird das den gesamten Kontext? Der arabisch-israelische Konflikt wird nur zu lösen sein im Kontext einer komplexen Entwicklung des Nahen Ostens. Ich spreche von einem neuen Nahen Osten. Ich weiß, dass das eine Utopie ist. Aber den Nahostkonflikt herauszulösen aus dem Gesamtgeschehen in der Region ist nicht mehr möglich. Das war vielleicht mal zeitweilig möglich, ist nicht mehr möglich. Und eines Tages wird die Frage sein, nicht so sehr an die Palästinenser, nicht so sehr an die Araber, auch an die Israelis, und zwar diejenigen, die seit vielen Jahren Politik machen, das Land regieren, ob sie sich lieber nach Amerika orientieren wollen, ob sie einem Menschen wie Herrn Trump folgen wollen, der dann eben vermittelt, oder ob sie sich nicht in einer neuen Ordnung einquartieren wollen, in der am Ende tatsächlich Humanität, Menschenrechte und so weiter angesagt ist. Die letzte Frage geht an Israel, aber ohne eine Lösung, welche Art immer, Zwei-Staaten-Lösung wird es wahrscheinlich nicht mehr werden, ohne eine Lösung wird alles andere vage bleiben im Nahen Osten. Professor Kai Hafes, Experte für die Medien in der arabischen Welt, schreibt, mein früherer Chef, Professor Steinbach, hat völlig recht, revolutionäre Effekte dauern oft Jahrzehnte an. Ob die diversen orientalischen Gesellschaften auf Dauer autoritär beherrschbar sein werden, ist in jedem Fall fraglich. Es wird neue Anläufe geben. Das wäre eigentlich ein schönes Schlusswort, lieber Udo, aber das Schlusswort möchte ich natürlich trotzdem dir überlassen. Wir sind am Ende unserer Veranstaltung, unserer Runde hier angelangt. Es wird neue Anläufe geben. Die Frage gebe ich an dich weiter oder diese Feststellung gebe ich an dich weiter. Die werden möglicherweise auch wieder mit Gewalt und Blutvergießen verbunden sein. Du hast gesagt, du rechnest auch damit, dass es wieder eine neue revolutionäre Phase gibt. Glaubst du, dass jetzt ein guter Zeitpunkt ist oder glaubst du, dass die meisten doch froh sind, wenn jetzt erstmal ein bisschen Ruhe einkehrt? Also ich
glaube, dass die Region in Bewegung geraten ist. Wir wissen noch nicht, wohin. Ich habe Saudi genannt. Da vollzieht sich wirklich eine Menge, auch was den Islam betrifft. Ich sehe die Bewegung in Iran. Ich sehe anderswo Bewegungen aufeinander zuzugehen, Ausgleichsbewegungen. Und ich sehe vor allen Dingen das, was du auch vorhin gesagt hast, wenn man mit den Menschen spricht, dann sind sie entschlossen in Richtung auf eine neue, auf mehr Demokratie, auf eine offenere Gesellschaft zu gehen. Und vor allen Dingen denke ich auch, sollten wir als Europäer die Flinte nicht ins Korn werfen. Wenn Europa sich so verhalten würde in seiner konkreten Politik, wie es spricht, dann hat Europa noch eine Zukunft, was die Interaktion zwischen dem neuen Nahen Osten und Europa betrifft. Und Europa muss sich darüber im Klaren sein, dass die Zukunft des Kontinents, die Zukunft Europas in der Qualität seiner Beziehungen mit der islamischen Nachbarschaft besteht. Wenn Europa abwehrend auf der Matte steht, haben wir verloren. Nur eine Synthese, eine gemeinsame Ordnung garantiert, dass Europa weltpolitisch auch in Zukunft eine Rolle spielen kann. Tradition und Erneuerung im Ringen um die Zukunft. Verzeihung, Kolhammer Verlag für 39 Euro von Professor Udo Steinbach. Vielen Dank, lieber Udo. Danke dir. Ich hoffe, Sie haben jetzt nicht den Eindruck, Sie hätten schon alles erfahren, was in diesem Buch drinsteht, denn dieses Buch hat immerhin mit Index 586 Seiten. Vielen Dank an die Mezzanata-Stiftung, an die DFG, an meine Kollegen vom Magazin Zenit. Sie können die Veranstaltung bzw. unser Gespräch nachher noch anschauen und anhören. Das wird auf der Website der DFG zum Download bereitstehen bzw. auf dem YouTube-Kanal stehen. Vielen Dank fürs Zuschauen, fürs Zuhören und hoffentlich bis bald. Und Mitglied der DFG können Sie werden. Die Mezzanata-Stiftung können Sie sicher auch unterstützen, den Newsletter abonnieren. Und das Magazin Zenit können und sollen Sie unbedingt abonnieren, wenn Sie sich für dieses Thema, mit dem wir uns hier heute befasst haben, interessieren. Vielen Dank und bleiben Sie gesund.